Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Baldur Höfels. Ich begrüße Sie aus Berlin. Ich bin zuständig für Produktmarketing bei Esri für Deutschland und die Schweiz. Der Referent heute bei unserem Webinar zum Thema Datenmanagement in ACCESS Pro ist Jochen Manegold, Produktspezialist bei Esri für Deutschland und die Schweiz. Das Webinar ist Teil einer Serie, wie Sie wissen. Heute sind wir schon beim dritten Termin. Datenmanagement. Die Serie beleuchtet ACCESS Pro, die neuen Features, vor allen Dingen immer unter dem Aspekt der Migration von ArcMap auf ACCESS Pro. Warum machen wir das Ganze? Ich habe das schon bei den anderen Webinaren eingangs immer an diesem Bild verdeutlicht. ArcMap ist natürlich ein super Produkt. Und zwar seit 1999, ähnlich wie dieser Golf 3 hier. Aber auch ein Golf 3 wird nicht zum E-Mobil, wenn man ein Smartphone unter die Windschutzscheibe klebt und eine dickere Batterie einbaut. Ein voll vernetztes Vehikel wird daraus eben nicht. Und so ist es auch mit unserer Softwarearchitektur aus einem Golf 3, sprich ArcMap, immerhin gelauncht 1999. Im Kern steckt da also 90er Jahre Architektur, wird kein super WebGIS werden. Gehen wir eine Folie weiter. WebGIS ist nämlich das Stichwort für ja, State of the Art Desktop GIS und das ist definitiv ArcGIS Pro. ArcMap wird natürlich noch supported, aber inhaltlich nicht mehr weiterentwickelt. Hingegen kommen jedes Jahr aufs Neue richtig coole Features in ArcGIS Pro hinzu. Die Architekturgrundlage ermöglicht es eben, ja, Dinge zu automatisieren, Dinge zu skalieren. Für das Datenmanagement bedeutet das zum Beispiel, dass man über Services jetzt auf Datenbanken und die Daten selbst zugreift. Das heißt, man hat eine viel einfache Möglichkeit, Prozesse wirklich zu beschleunigen, zu skalieren und zu automatisieren. Das ist das Thema heute und damit übergebe ich an Jochen. Fragen können Sie im Chat stellen. Wir werden dann im Anschluss noch die Möglichkeit haben, diese zu besprechen. Vielen Dank. Jochen, bitteschön. Ja, danke Baldur für die Einleitung. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Online-Seminar Datenmanagement in ArcGIS Pro. Es ist natürlich klar, dass wir jetzt im Rahmen dieser halben Stunde nicht alles über das Datenmanagement uns anschauen können. Es ist auch, glaube ich, gar nicht mal erforderlich, weil sehr viele Funktionen, die Sie aus ArcMap, aus ArcCatalog her kennen im Rahmen des Datenmanagements, finden sich in ArcGIS Pro so wieder. Vielleicht das eine oder andere hat vielleicht erscheint in der Menüoberfläche vielleicht ein bisschen anders. Aber im Prinzip ist vieles noch da, was Sie von ArcMap, ArcCatalog her kennen. Aber es sind mit ArcGIS Pro ein paar neue Features hinzugekommen, die vielleicht für den einen oder anderen von euch hilfreich oder auch in Zukunft nützlich sein könnten. Und die möchte ich im Rahmen dieses Webinars vorstellen. Und zwar beginnen möchte ich mit der Verzweigungsversionierung. Das ist eine neue Form der Versionierung. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die Möglichkeiten, in Enterprise Geodatabases die Daten so zu organisieren, dass viele Benutzer gleichzeitig isoliert in eigenen Versionen über einen längeren Zeitraum hin arbeiten können, diese Versionen dann gegeneinander abgleichen können, Konflikte können gelöst werden, etc. Was da die Verzweigungsversionierung bietet, das möchte ich im Rahmen dieses Webinars vorstellen. Dann zum anderen kennen die meisten von euch die Möglichkeiten, in Datenbanken oder in Datenbankfeldern mit Hilfe von Domänen festzulegen, welche Werte oder Wertebereiche gültige Einträge sind. Das sind die Coded Value Domains und die Range Domains. Dieses Konzept wurde in ArcGIS Pro erweitert, und zwar auf mehrere Felder bzw. mehrere Feldkombinationen. Die sogenannten Feldgruppen und Gruppenwerte. Und der dritte Aspekt, die sogenannten Attributregeln, bieten eine Möglichkeit, Feldwerte vollautomatisch während der Bearbeitung zu berechnen bzw. zu überprüfen. Fangen wir aber an mit der Verzweigungsversionierung.
wie gesagt, eine Versionierung mit der Möglichkeit, lange Transaktionen in Datenbearbeitung durchzuführen, und zwar ganz konkret auf Feature Services. Feature Services, die dann auch entsprechend mit ArcGIS Pro bearbeitet werden können, und ArcGIS Pro stellt dabei die Undo- und Redo-Funktionen sowie das Speichern und Verwerfen ganzer Editiersitzungen zur Verfügung. Konfliktmanagement ist natürlich genauso möglich wie bei der traditionellen Versionierung, sogar so, dass auch über mehrere Sitzungen hinweg die Konflikte bearbeitet werden können. Also bei der traditionellen Versionierung ist es so, dass die Elemente auf Konflikte hin überprüft werden, und dann muss man sich entscheiden, wie oder in welcher Form die Dinge dann weitergeführt werden sollen. Hier hat man die Möglichkeit, es auch über mehrere Sitzungen hinweg auszudehnen. Editor-Tracking ist notwendig und darauf basiert eigentlich die Verzweigungsversionierung. Die verfolgt die gesamten Änderungen der Daten innerhalb von Versionen. Und was auch ein Vorteil ist der Verzweigungsversionierung, ist, dass es keine Komprimierung erforderlich ist wie bei der traditionellen Versionierung. Es gibt also eine ganze Reihe von Vorteilen, aber es gibt auch gegenüber der klassischen Versionierung ein paar Einschränkungen, die man berücksichtigen muss. Es können nur Versionen von der Default-Version abgeleitet werden. Das heißt, der Versionsbaum, der ist relativ schlank. Man hat oben die Default-Version, und da werden einzelne Arbeitsversionen davon abgeleitet. Und in jeder einzelnen Arbeitsversion kann immer nur ein Bearbeiter gleichzeitig arbeiten. Dann ist es so, wenn diese Daten nach Verzweigung versioniert sind, dann kann mit einer klassischen Datenbankverbindung nicht mehr auf diesen Daten gearbeitet werden. Man kann sie zwar verbinden, die visualisieren, aber eine Bearbeitung ist nur über den Feature Service möglich. Durch die internen Strukturen, die dabei geschaffen werden, durch ArcGIS Pro, sind die Daten dann auch nicht mehr in ArcMap ansehbar oder bearbeitbar. Wenn man jetzt diese Vorteile gegenüber die Nachteile abwägt und zu dem Schluss kommt, ja, das ist sicherlich eine interessante Geschichte, die mir helfen kann, dann muss man noch schauen, ob die entsprechenden Plattformvoraussetzungen gegeben sind. Also man braucht auf jeden Fall ein ArcGIS Enterprise bzw. eine Enterprise Geodatabase ab der Version 10.6 und ein ArcGIS Pro ab der Version 2.1. Wie ich schon erwähnt habe, die Feature-Klassen, die müssen als Feature-Service veröffentlicht sein, damit ich dann darauf auch editieren kann. Und bei der Veröffentlichung dieser Daten müssen im Kartendienst, das sieht man hier rechts unten in der Abbildung, müssen im Kartendienst die Funktion oder muss die Funktion Versionsverwaltung aktiviert sein. Ja, und auch die Feature-Klasse, die man mit dieser Verzweigungsversionierung bearbeiten möchte, benötigt bestimmte Voraussetzungen. Dass, zum einen, es kann sich aktuell nur um eine einfache Feature-Klasse handeln. Das sind also Simple Features, Points, Lines, Polygons. Oder die Feature-Klasse gehört als Teil zu diesem modernen Versorgungsnetz in der Geodatabase. Dann kann ich die verwenden. Des Weiteren muss jede Feature-Klasse, die ich so bearbeiten möchte, Global IDs enthalten, also eindeutige IDs. Über das Feld Global ID. Dann, wie ich schon erwähnt habe, das Editor-Tracking muss aktiviert sein. Dafür darf andererseits die Archivierung nicht aktiviert sein, und die Daten dürfen natürlich nicht schon irgendwie traditionell versioniert registriert sein. Hat man noch irgendwelche Beziehungsklassen im Datenmodell zu dieser Feature-Klasse, dann muss man darauf achten, dass der Primärschlüssel dieser Beziehungsklasse nicht auf der Objekt-ID liegt, weil die im Rahmen der Bearbeitung in der Verzweigungsversionierung nicht mehr eindeutig bleibt. Wir werden nachher auch sehen, warum das so ist. Und was auch noch eine kleine Einschränkung ist bei der Feature-Klasse, ist, dass es kein Feld beinhalten darf vom Typ Raster. Jo, wenn jetzt aber alle diese Voraussetzungen erfüllt sind und mir klar ist, ich möchte das so haben, dann kann ich mich entsprechend mit der Datenbank verbinden, stelle den Versionierungstyp, wie man es hier rechts in der Abbildung sieht, auf den Wert Verzweigung und verbinde mich so mit der Datenbank und kann dann die Feature-Klasse als verzweigungsversioniert registrieren.
Jo, das war so das Wesentliche zur Verzweigungsversionierung. Wie gesagt, hier nochmal zusammengefasst, die Unterschiede der Verzweigungsversionierung gegenüber der traditionellen Versionierung. Also zum einen, hinter der Verzweigungsversionierung liegt ein einfaches Datenmodell. Alle Daten sind in der Feature-Klasse gespeichert. Es benötigt nicht, wie bei der traditionellen Versionierung, zusätzliche Tabellen im Datenmodell. Damit ist auch die Zugriffsgeschwindigkeit besser und man hat eine höhere Performance bei der Bearbeitung dieser Daten. Jede Operation, sei es ein Update oder ein Delete, oder ist immer ein Insert in die Feature-Klasse. Dadurch verändern sich ja auch entsprechend die Objekt-IDs. Wir haben es mit einer etwas vereinfachteren Architektur zu tun als bei der traditionellen Versionierung. Also ich habe immer nur oben die SDE-Default und darunter die einzelnen Unterversionen, also keine Grandchild-Version, wo ich Versionen von Versionen ableiten kann. In der Administration ist keine Komprimierung erforderlich und es ist jetzt eine Versionierungsform, die auch auf Feature Services oder gerade für Feature Services konzipiert ist. Ja, schauen wir das mal in der Praxis an. Hier haben wir eine Karte aus dem Bereich Bonn. Die Punktinformationen, die hier dargestellt werden, stammen aus dem Baumkataster der Stadt Bonn. Und wenn wir hier auf die Eigenschaften der Quelle dieses Layers schauen, dann sehen wir, der kommt aus einer Enterprise Geodatabase, in dem Fall einer PostgreSQL-Datenbank. Und er ist versioniert, und zwar nach dem Versionierungstyp Verzweigung. Die Voraussetzungen sind deshalb gegeben, auch bei den Attributen. Neben den Feature-Class-spezifischen Attributen gibt es eine Global-ID und eben die Attribute, die für das Editor-Tracking genutzt werden. Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt gewesen und ich kann diesen jetzt eigentlich als nach Verzweigung versioniert registrieren. Versuche ich nämlich, diese Daten jetzt zu bearbeiten, also ein neues Objekt zu erstellen, dann sehen wir, dass keine editierbaren Layer aktuell in der Karte vorhanden sind. Und der Grund dafür ist, hier wird es auch mitgeteilt, nach Verzweigung versionierte Daten können nur durch einen Feature Service geändert werden. Also was ich jetzt als nächstes machen müsste, wäre hier eine Freigabe dieser Daten in meinem Portal, um dann entsprechend die Möglichkeit zu haben, in die Default-Version auch in anderen Versionen zu arbeiten, also neue Versionen zu erzeugen von diesen Daten, in diesen Versionen dann neue Objekte anzulegen, diese Objekte dann zu bearbeiten, dann wiederum mit der Default in die Default wieder zurückzuspielen, wenn es da zu Konflikten kommt, dann auch diese Konflikte zu lösen. Alles das ist dann möglich. So viel zur Verzweigungsversionierung. Kommen wir zu den Feldgruppen und zu der Definition der Feldgruppe. Ich hatte ja schon die Domänen angesprochen in der Einleitung. Feldgruppen sind jetzt Listen von Feldern, die inhaltlich voneinander abhängig sind. Sprich, beim Datendesign habe ich es zu tun mit Feldern, wo in dem einen Feld 1 zum Beispiel der Wert A und B der Wert A eingetragen ist und in einem zweiten Feld muss dann 1, 2 oder 3 stehen. Und wenn B eingetragen ist, muss in einem anderen Feld 3, 4 oder 5 enthalten sein. Also wir haben Felder und Inhalte, die inhaltlich voneinander abhängig sind. Jedes Feld, jedes einzelne Feld hat eine eigene Domäne, so kodierte Werte. Und dann ein Beispiel hier wären gerade wieder bezogen auf diese Baumdaten, dass ich Gattungen habe und Baumarten beispielsweise. Und damit kommen wir zu den Gruppenwerten.
Diese Gruppenwerte, das sind jetzt Listen von erlaubten Wertkombinationen. Also wir haben auf der einen Seite die Gattungen, wie beispielsweise Abies, Acer, Aesculus, Ailanthus, und auf der anderen Seite die Baumarten, Abies alba, Abies concolor, Acer campestre und so weiter. Was wir also im zweiten Schritt tun, nachdem wir im ersten die Feldgruppe angelegt haben, die durch einen Namen charakterisiert ist und eben durch die Liste der Felder, die eine Abhängigkeit untereinander aufweisen, können wir im nächsten Schritt dann entsprechende Gruppenwerte definieren, also solche Wertelisten aufsetzen, wo wir sagen, in der Feldgruppe Baumart, auch auf einen bestimmten Subtype bezogen, zum Beispiel für die Straßenbäume, im Unterschied beispielsweise zu Bäumen, die in einer Anlage stehen, lege ich jetzt fest, dass also, wenn ich es mit einer Gattung Tilia zu tun habe, es nur eine Art Tilia tomentosa, Tilia euchlora, Tilia moltkei und so weiter geben darf. In der Oberfläche von ArcGIS Pro gibt es entsprechende Menübänder, die es möglich machen, zum einen natürlich die Feldgruppen zu definieren, aber auch hier die entsprechenden Gruppenwerte zu konfigurieren, neue Gruppenwerte anzulegen, Gruppenwerte zu ändern oder auch Gruppenwerte zu löschen. Wem das zu kompliziert ist oder wer nicht in ArcGIS Pro selber diese Listen erzeugen möchte, der hatte die Möglichkeit, andere Werkzeuge zu verwenden, Excel beispielsweise oder hier CSV-Dateien zu erstellen, die quasi dann als Feldgruppen oder Gruppenwerte dann importiert werden können. Schauen wir das nochmal in ArcGIS Pro an. Wir haben hier auch nochmal so einen Datensatz mit Baumstandorten, Anlagenbäume und Straßenbäume. Und hier habe ich mal einen Baum ausgewählt. Und wenn wir uns die Attribute zu diesem Baum anschauen, dann sehen wir hier in dem Feld Gattung die Bezeichnung Platanus. Und als Art ist Platanus acerifolia angegeben. Also hier haben wir eine korrekte Verbindung. Ändere ich jetzt allerdings den Wert der Gattung auf zum Beispiel Acer, dann stellt das System sofort fest, aha, hier gibt es eine ungültige Wertkombination. Das ist in den Gruppenwerten so nicht konfiguriert. Acer und Platanus acerifolia passen nicht zusammen. Ich kann das korrigieren und die Auswahlliste zeigt mir jetzt nur die gültigen Arten, die für diese Gattung vorgesehen sind. Also zum Beispiel ein Acer campestre. Und dann sehen wir, dann hat sich auch entsprechend die Fehlermeldung dann auch wieder weg und diese Wertkombination stimmt und die kann ich dann so auch korrekt in meinen Datenbestand übernehmen. Kommen wir zu den Attributregeln. Das ist der dritte Punkt auf meiner Liste. Bei den Attributregeln müssen wir drei Typen von Attributregeln unterscheiden. Zum einen die Attributregel der Berechnung, eine Berechnungsregel. Und zwar, die gibt es für die Sofortberechnung oder für die Im-Batch-Berechnung. Was Sofortberechnung oder Im-Batch-Berechnung heißt, da komme ich dann gleich nochmal drauf. Dann gibt es die Beschränkungsregel, die gibt es nur als Sofortberechnung. Und die Validierungsregel, die gibt es allerdings nur im Batch. In der Oberfläche von ArcGIS Pro gibt es eine Reihe von Menübändern, Dialogen, Pop-ups, die da unterstützen bei der Konfiguration dieser Regelwerke. Nochmal zu dem Begriff Sofortberechnung. Also bei der Sofortberechnung, das kann man sich so vorstellen, eine bestimmte Überprüfung oder eine Berechnung findet statt auf Grundlage eines bestimmten Ereignisses, was ich als Benutzer auslöse, indem ich beispielsweise ein neues Objekt in meinen Datensatz hinzufüge oder in ein bestehendes Objekt verändere oder ein bestehendes Objekt lösche.
diese Ereignisse, die kann ich auch konfigurieren. Und sobald so ein Ereignis dann eintritt, wird die entsprechende Regel ausgeführt. Dazu muss die Feature-Klasse, die diese Regel beinhaltet, in einer File-Geodatabase, in einer Enterprise-Geodatabase liegen oder muss als Feature-Service veröffentlicht sein. Also diese Funktionen, die gehen in allen Speicherkombinationen. Anders ist es bei den Regeln, die nur für den Batch vorgesehen sind. Diese Berechnung und diese Validierung, die da möglich sind, kann nur über ein Geoverarbeitungswerkzeug ausgelöst werden oder alternativ über den sogenannten Fehlerinspektor in ArcGIS Pro. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Feature-Klasse, auf die ich diese Regel anwenden möchte, in einer Enterprise-Geodatabase liegt, dass die als Feature-Service veröffentlicht und nach Verzweigung versioniert ist. Also auch wieder so, wie wir das in dem Teil Verzweigungsversionierung gelernt haben. Dann gehen auch die Im-Batch-Geschichten. Schauen wir uns mal an, beispielhaft so eine Berechnung für eine Berechnungsregel, und zwar für die sofortige Berechnung. Die Berechnung selber wird durch einen sogenannten Arcade-Ausdruck konfiguriert. Das sehen wir hier in der rechten Abbildung, so beispielhaft. Es wird ein Feldwert definiert, der hier berechnet werden soll. Und über diesen Ausdruck wird festgelegt, wie groß oder welchen Inhalt dieser Wert haben soll. In dem Fall wird hier einfach das aktuelle Datum genommen und das eingetragene Pflanzjahr davon abgezogen. Und damit erhalten wir das Alter für diesen Baum. Also der Rückgabewert meiner Berechnung ist in dem Fall der einzutragende Feldwert. Oder falls es nicht möglich ist, diesen Feldwert zu berechnen, kann man auch eine Fehlermeldung zurückgeben. Das sieht dann in der Praxis so aus. Habe hier wieder einen Datensatz, die wollen wir nicht übernehmen, mit Anlagenbäume, Straßenbäume. Und in den Eigenschaften, in den Design-Eigenschaften meiner Tabelle oder meiner Feature-Klasse habe ich eine Attributregel mit dem Namen Alter. Und da ist genau dieser Code, den wir gerade auf der Folie auch gesehen haben, eingegeben. Und diese Regel wird ausgeführt, sobald ich irgendein Objekt aktualisiere. Also wenn ich jetzt hier ein Objekt auswähle, in dem Fall hier eine Fraxinus Spec, und wir sehen hier mit dem Pflanzjahr 2003 ein Alter von 14 Jahren und ich ändere jetzt dieses Pflanzjahr in 2000, dann ändert sich automatisch das Alter hin in 20 und wird auch entsprechend gleich so hier eingetragen. Wechsle ich hier das Pflanzjahr auf 2015, dann habe ich hier natürlich ein Alter von 5 Jahren. Also hier wird automatisch beim Ändern des Attributs wird das Attribut Alter neu berechnet und der Wert dafür hier zur Verfügung gestellt. Dann gibt es neben diesen Berechnungsregeln die sogenannten Beschränkungsregeln. Das ist auch wieder eine Regel für die sofortige Überprüfung, auch wieder mit Hilfe eines Arcade-Ausdrucks. Arcade übrigens als neue Skriptsprache oder nicht mal so neu, die gibt es seit 2016 eigentlich schon hier in ArcGIS Pro. Über Arcade werde ich übrigens in einem weiteren Webinar dieser Reihe ein bisschen mehr erzählen. Also mit diesem Arcade-Ausdruck wird überprüft, ob ein Attribut gültig ist oder nicht. Entsprechend ist der Rückgabewert meines Arcade-Ausdrucks ein True oder False oder alternativ statt dem False eine Fehlermeldung. Auch geometrische Überprüfungen sind möglich. Arcade hat also eine ganze Reihe von geometrischen Funktionen, die ich nutzen kann. In diesem Beispiel wird geprüft, ob die Lage eines neuen Baumes ausgerechnet auf einer Fläche liegt, die zu dem
Datensatz Berlin Gebäude gehört. Also eine Regel, die prüft, ob ich einen neuen Baum auf einer Gebäude platziere oder nicht. Auch hier in der Praxis, wenn ich jetzt hier die Gebäudeflächen dazu schalte, mal sehen, wo sie sind, und ich erstelle einen neuen Anlagenbaum beispielsweise hier und wähle als Standort ausgerechnet einen hier auf, dem eine Gebäudefläche zugrunde liegt, dann kommt eine entsprechende Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass hier ein Arcade-Skript einen Fehlerwert zurückgegeben hat und eine entsprechende Fehlermeldung. Und auch diese Aktion, die ich ausgeführt habe mit dem Hinzufügen eines neuen Baumes, wird automatisch komplett zurückgefahren. Ja, wenn ich jetzt hier einen neuen Standort wähle, außerhalb dieser Gebäudeflächen, dann wird dieses Objekt problemlos akzeptiert. Ups, das war falsche Richtung. Ah ja, okay, noch kurz zuletzt die Validierung, eine Regel für eine geplante Überprüfung, auch wieder ein Arcade-Ausdruck, exakt so wie das auch für die Überprüfung im Beispiel gerade eben genutzt wird. Rückgabewert ist true, false oder eine Fehlermeldung. Der Unterschied zur sofortigen Berechnung ist, dass die Informationen, die ermittelt werden bei der Überprüfung, jetzt nicht direkt in ArcGIS-Pro angezeigt werden, sondern die werden in Fehlerklassen gespeichert und können dann nachträglich mit Hilfe des Fehlerinspektors dann korrigiert werden. Also die Validierung und die Batch-Berechnung findet auf Anordnung des Bearbeiters mit Hilfe eines Geoverarbeitungswerkzeuges oder eines Fehlerinspektors statt. Und es können auf die Art viele Objekte gleichzeitig überprüft werden. In der Feature-Klasse selber wird ein Feld Validation Status angelegt, das auch entsprechend dokumentiert, ob überprüft wurde und wenn ja, ob es einen Fehler gegeben hat oder nicht. Und die Fehler selber werden hier in eigenen Fehlerklassen dokumentiert, die dann auch von dem Fehlerinspektor dann ausgewertet werden. Ja. Zusammenfassend, wir haben uns die Verzweigungsversionierung angeschaut, eine Alternative zur klassischen Versionierung, speziell für die WebGIS-Umgebung, wo die Daten einen Feature-Service in ArcGIS-Pro, wo die Daten über einen Feature-Service in ArcGIS-Pro bearbeitet werden können. Dann die Feldgruppen und Gruppenwerte, über die man inhaltliche Änderungen von Feldern untereinander modellieren kann, um eben die Dateneingabe dann zu verbessern und damit die Datenqualität. Und zuletzt die Attributregeln für eine vollautomatisierte Feldberechnung bzw. Überprüfung. Ja, Baldur, das von meiner Seite. Wunderbar, vielen Dank, Jochen, für die anschaulichen Beispiele und die Erläuterungen. Es ist eine Frage im Chat eingegangen, die ich gerne aufgreifen möchte. Hier war die Frage, warum wird hier jetzt mit einem Arcade-Script gearbeitet und nicht zum Beispiel mit Python? Gute Frage. wir hatten ja in der Vergangenheit gerade bei der Möglichkeit, Skripte zu nutzen, verschiedene Möglichkeiten. Also es gab ja auch mal VBA als Skriptsprache. Dann ist natürlich Python dazu gekommen. Jetzt gibt es Arcade. Arcade ist daraufhin spezialisiert, Feldwerte zu berechnen. Und hat dabei intern die Möglichkeit, auch auf die bestehenden Strukturen zuzugreifen, was mit Python so nicht unbedingt gegeben ist. Also ich kann direkt auf das bestehende Feature zugreifen. Ich kann mir über Arcade abfragen, was sind noch andere Datensätze, die in dem Zusammenhang hier in der Karte enthalten sind, um darauf Bezug zu nehmen, wie wir das bei den Gebäudeflächen hatten. Das ist also eine sehr einfache Form, diese internen Strukturen in den Datenmodellen zu
erkennen und dann in entsprechende Skripts umzusetzen. Also es hat viele Vorteile gegenüber Python, weil man sehr viel über die internen Zusammenhänge da oder interne Zusammenhänge da gut nutzen kann. Besten Dank. Aber Python wird natürlich auch angeboten, auch im Rahmen von Datenmanagement, kann ich mir vorstellen. Ich habe noch im Hinterkopf, dass es zum Beispiel zur Automatisierung von Metadaten genutzt wird. Korrekt, Jochen? Richtig, genau. Es kommt jetzt nichts mehr rein. Dann freue ich mich, dass Sie heute teilgenommen haben. Würde mich auch freuen, wenn Sie kommende Woche zum Thema Imagery uns wieder besuchen. Falls Sie noch Fragen haben, jederzeit gerne auch an info@esri.de. Wir stellen Ihnen gerne Informationen zur Verfügung. Bis dahin, vielen Dank, Jochen. Vielen Dank für die Teilnahme.